Hallo meine lieben YouTuber, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuesten Video. Wie ihr euch an dem Bild ja wahrscheinlich schon denken könnt, habe ich vor, mal wieder ein kleines Voting zu machen. Eure Aufgabe ist, genau wie beim letzten Mal, ein Modell aus meinem Fundus zu wählen und den Namen dieses Modells in die Kommentare zu schreiben. Das Modell mit den meisten Stimmen werde ich dann wieder für euch und mit euch zusammenbauen. Also schauen wir uns mal an, was diesmal alles zur Auswahl steht. Der Jagdpanzer Marder 3 Ausführung H von Italari. Der Panzerjäger Jagdpanther. Ein Kettengrat in Verbindung mit einem wunderschönen Schwimmwagen. Der Kübelwagen mit dem BMW Motorrad und Seitenwagen. Das Sturmgeschütz Nummer 4 auch an allen Fronten vertreten. Der Panzerzerstörer Elefant, den man auch als Jagdpanzer bezeichnen kann. Ich habe ganz schön viele davon. Der Tiger Ausführung H immer wieder mit dabei. Und das geheimnisvolle Überraschungsmodell. Was könnte das nur sein? Es ist ein Bausatz wie alle anderen. Der Koffer dient jetzt nur ein bisschen für die Show, dass man nicht direkt sieht, was sich dahinter verbirgt. Also das Modell passt auf jeden Fall rein. So habt ihr eine Vorstellung von der Größe. Es ist selbstverständlich auch ein 1:72 Modell aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber was? Tja, gute Frage, gute Frage. Ich behaupte einfach mal, das hättet ihr von mir nicht erwartet. Das muss euch aber reichen als Tipp. Mehr verrate ich nicht dazu. Das sind jetzt unsere Voting-Kandidaten. Wie schon gesagt, ihr sucht euch ein Modell aus, schreibt den Namen des Modells in die Kommentare und für das Überraschungsmodell schreibt ihr dann auch einfach Überraschungsmodell. Ich werde zu einem noch nicht bestimmten Zeitpunkt dann das Voting beenden, also schätzen wir, das wird auch wieder so ein, zwei Monate dauern und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber Panzerschmied, Panzerschmied, was ist denn mit der Breeze und der Hummel? Eine gute Frage, denn beim letzten Voting waren sie ja noch mit dabei. Die Modelle habe ich natürlich auch noch, sind auch noch nicht zusammengebaut. Ich hatte jetzt nur keine Lust, schon wieder eine Artillerie zu bauen. Und die Armor Fast Germans, was ist mit denen? Hast du die etwa gebaut, ohne ein Review zu machen? Natürlich nicht, die gibt es natürlich noch. Genauso wie ein paar neue Armor Fast Modelle. Die habe ich mir jetzt aber nicht zugelegt, weil ich zu voll geworden bin, richtig Modell zu bauen. Die sollen mir einfach nur dazu dienen, neue Tarnmuster zu testen, bevor ich mir meine hochaufwendig gebauten Modelle, wie ich es jetzt einfach mal bezeichne, versaue. Damit wäre alles gesagt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß am Modellbau. Vergesst nicht zu voten und natürlich meinen Kanal zu abonnieren, dass ihr über das neueste Video und vor allem das Ergebnis vom Voting informiert werdet. Macht's gut, bis dahin, euer Panzerschmied.